Na gut, also kurz vor dem Auftritt des Strippers wollte ich noch schnell auf die Toilette und da habe ich plötzlich hinter einer Tür laute Stimmen gehört. Die haben gestritten. Wer hat gestritten? Ich habe die Stimme meiner Mutter erkannt. Und da habe ich mir Sorgen gemacht, weil sie ein bisschen viel getrunken hatte. Deswegen habe ich nachgesehen. Wissen Sie, wenn meine Mutter was getrunken hat, dann kann sie schon ganz schön ausflippen. Und so war es dann auch. Das tut ihr noch leid! Und worum ging es bei Ihrem Streit mit dem Opfer? Ach, wissen Sie, so eine Party mit den Küken ist ja nicht so wirklich aufregend. Und als ich gehört habe, dass dort ein professioneller Stripper ist, habe ich gedacht, ich prüfe vorher mal das Angebot, wenn Sie wissen, was ich meine. Nee, vielleicht erklären Sie es mir. Ich habe gedacht, vielleicht geht da ja noch was, so vor dem Hauptakt vielleicht. Fragen kostet ja nichts. Hallöchen, was haben wir denn da? Ey, ist nur für Personal, ja? Ich wollte mir das Angebot mal genauer angucken, bevor es losgeht. Wie war das Angebot jetzt hier? Wow, ganz schön heiß. Ist das nicht zu heiß für die kleinen Mädchen da draußen? Hm? Lust auf ein Quickie? Mit Ihnen oder was? Ist doch sonst niemand da, oder? Nee, lass mal. Ach, komm. Ey, hör mal zu, Leute, Schachtel. Ich stehe nicht auf solche wie du. Und schon gar nicht auf Sex im Altenheim, klar? War ganz gut, dass meine Tochter dann noch gekommen ist. Sonst hätte ich diesem kleinen Gigolo-Verschnitt wahrscheinlich die Augen ausgekratzt. Sie waren wohl mächtig sauer auf den Mann. Michael, der hat doch Gott angerufen. Ja, ich kümmere mich drum. Die Mutter hatte zwar Streit mit dem Stripper, ja? Aber als Mordmotiv ist mir das ein bisschen dünn. Ja, wenn es überhaupt Mord war. Sag mal, warum ist denn hier keiner? Gute Frage. Ah, hallo Leute. Ah, Doc, hi. Ja, wir waren gerade noch beim Bäcker drüben. Nach der ersten Obduktion morgens haben wir immer einen Bärenhunger. Ah, ich hoffe, wir stören da nicht. Wie kommst du denn darauf? Geht schon. Also, ich habe eure Ergebnisse hier. Dieser Notarzt hatte recht gehabt. Und der Mann ist an Herzversagen gestorben. Er hat ein zu großes Herz, ein Herzfehler. Da ist man natürlich anfällig für Herzrhythmusstörungen. Darf ich? Dieses Hämatom war unbedeutend. Also, natürlicher Tod. Das würde ich so nicht sagen. Hier, der Bluttest hat ergeben, er hatte eine hohe Dosis Digitalis im Blut, ein Herzmedikament. Bei Überdosierung führt das zum Ansteigen des Blutdrucks und zur Abschwächung der Pulsfrequenz. Letztendlich zu Herzstillstand. Und das ist bei ihm passiert. Das heißt, eine Überdosis hat ihn umgebracht. Kann sowas aus Versehen passieren oder hat da jemand nachgeholfen? Also bei diesen Zahlen hier würde ich sagen, das war schon eine massive Überdosierung. Da würde ich mal an eurer Stelle von Vorsatz ausgehen. Also ihr habt es entweder mit einem theatralischen Selbstmord zu tun, ein Stripper, der mitten in seiner Show auf der Bühne zusammenbricht, oder aber jemand hat ihn auf perfide Art und Weise ins Jenseits befördert. Nein, bitte. Schick noch niemanden nach Hause. Ja, sag Thorsten, dass ich ihn liebe. Natürlich, wir kommen so schnell, wie es geht, aber... Ja, klar, wir sind ja auf dem Weg. Gratuliere. Sie haben es tatsächlich beinahe geschafft, den schönsten Tag meines Lebens zu ruinieren. Vielen Dank dafür. Können wir jetzt endlich nach Hause gehen? Sie haben uns doch schon alle einzeln befragt. Was wollen Sie noch? Eine letzte Frage hätte ich noch an Sie. Nimmt jemand von Ihnen vielleicht ein Herzmedikament mit dem Wirkstoff Digitalis, Digiron, Digitatis oder irgendein ähnliches Medikament? Benutzen Sie ein solches Medikament? Ja. Haben Sie das zufälligerweise auch dabei? Ja. Darf ich das mal sehen? Oh. Ist ja fast nichts mehr drin. Ich muss es ja auch einnehmen. Das wird mir ärztlich verordnet und dafür bekomme ich sogar hochoffiziell regelmäßig ein Rezept. Ja, Rezept hin oder her. Hier geht's vermutlich um Mord. Ja, und? Was hab ich damit zu tun? Vielleicht haben Sie den Stripper aus verletzter Eitelkeit umgebracht, weil er sie hat abblitzen lassen. Wenn ich jeden Mann in meinem Leben umgebracht hätte, der mir schon mal einen Korb gegeben hat, dann... Ja, aber heute waren Sie betrunken und sehr, sehr aufgeregt. Das hat Ihre Tochter bestätigt.
Ihre Tochter hat sie auf dem Opfer weggezogen. Da waren sie schon handgreiflich. Aber das wollten sie nicht auf sich sitzen lassen. Haben Sie deswegen das Medikament bei dem Stripper ins Getränk getan? Echt süß, Ihr kleiner Kollege. Aber der hat ein bisschen viel Fantasie. Ich sag Ihnen das jetzt noch mal. Ich habe niemanden umgebracht. Und ich glaube, ich spreche lieber mal mit meinem Anwalt, bevor ich Ihnen noch irgendetwas sag. Mit Ihrem Anwalt, ja. Dann kommen Sie doch bitte mit ins Vernehmungszimmer, ja? Der Rest kann nach Hause gehen. Schönen Tag. Tja, sie macht keine weiteren Angaben zur Sache, bevor ihr Anwalt da ist. Aber so oder so, die Beweislage gegen sie ist recht dünn. Jeder der Partygäste hätte sich das Herzmedikament der Mutter nehmen und dem Stripper geben können. Ich fürchte, ich habe nur mehr schlechte Nachrichten. Bei den Sachen des Toten haben wir ein Herzmedikament gefunden. Digitox. Und er hatte auch ein Rezept dafür. Ist auch kein Wunder. Der Mann hat einen Herzfehler. Ja. Nun können wir jetzt noch nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob er die Tropfen wirklich für unsere Verdächtigen hat. Und das ist noch was Merkwürdiges. Ich habe mal bei der Agentur angerufen, bei der die Trauzeugin den Stripper bestellt hat. Der Stripper hat gar nicht bei dieser Agentur gearbeitet. Was? Ja. Am Abend vor der Party hat jemand bei der Agentur angerufen und den eigenen Stripper abbestellt. Ja, dann muss unser toter Stripper irgendwie auf anderem Wege gebucht worden sein. Wahrscheinlich hat ihn jemand dorthin bestellt, damit zu töten. Ja, vermutlich. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Informationen über den Mann. Alex und Gerrit sind schon dran. Die haben gerade aus der Wohnung des Toten angerufen, aber auch nichts wirklich gefunden. Das ist noch ziemlich übertrieben. Wir haben überhaupt gar nichts gefunden. Sag, Kollegin. Ach, der wohnte in einer kleinen Einzimmerwohnung, spärlich eingerichtet. Kaum private Gegenstände. Anscheinend hat er aus dem Koffer gelebt, mehr oder weniger. Kein Laptop oder PC oder sowas? Aber auf seiner Visitenkarte steht eine Webmailadresse. Gut, dann nehmen wir uns die jetzt mal vor. So, Mr. Lover Lover XXL at 12.de. Tja, wollen wir hoffen, dass er in der Auswahl seines Passwortes genauso einfallslos war. Ja, und jetzt? Ja, für gewöhnlich verwenden die so Sachen wie Geburtsdatum, Nachnamen oder so für ihre Passwörter. Also dieses Suchprogramm dürfte nicht lange dafür brauchen. Ja, nur Geduld, kann sich nur um Sekunden handeln. Ja, hier, guck. Viele Freunde scheint er ja nicht gehabt zu haben. Und nicht viele Aufträge. Guck doch mal unter gesendete Nachrichten. Den Namen kennen wir doch. Und ob. Sie haben vielleicht Nerven, mich vom Standesamt wegholen zu lassen. Was denken Sie eigentlich, können Sie sich noch alles erlauben? Wissen Sie was, ich werde Sie verklagen. Auf Schadensersatz. Und wegen seelischer Grausamkeit. Sie sollten Ihre Hochzeit absagen. Das dauert hier ein bisschen. Könnt ihr bitte draußen warten? Nehmen Sie doch Platz. Liebe Betty, ich gratuliere. Endlich ein reicher Mann, der bereit ist, dich zu heiraten und der bestimmt nichts von deiner Vergangenheit ahnt. Und wenn du willst, dass das so bleibt. Hören Sie auf. Ja, das kennen Sie auch. Das sollten Sie uns jetzt mal erklären. Tja, da gibt's nichts zu erklären. Ich habe bis vor 2 Jahren meinen Lebensunterhalt mit dem Tanzen verdient. Mit dem exotischen Tanzen, wenn Sie verstehen. Ja, und weiter? Ich kannte Marlon, also den Toten. Wir waren mal zusammen. Das ist aber schon lange her und ja. Wissen Sie, die Familie meines Verlobten ist sehr konservativ. Und hätten die Fotos gesehen, die hätten die Hochzeit sofort wieder abgesagt. Sie wurden also erpresst. Ich habe versucht, ihn hinzuhalten, aber er wollte die Kohle schon vor der Hochzeit. Und ich habe überhaupt kein Geld. Ja, mein Bräutigam, den konnte ich ja schlecht fragen. Und dann? Ja, dann habe ich Marlon gesagt, er soll zu meiner Party kommen und dort seine Show machen, wegen der alten Zeiten willen. Ja, und die Kohle sollte es halt danach geben. Den anderen Stripper habe ich abbestellt. Aber Sie hatten nie vor, zu bezahlen. Oder?
Naja, ich wusste noch von der damaligen gemeinsamen Zeit, dass er ein massives Herzproblem hatte. Und naja, ich hab einfach gehofft, er nimmt immer noch das gleiche Medikament. Und davon habe ich mir dann eine ordentliche Menge besorgt. Hi Marlon. Hey Süße, ich texte gerade ein bisschen bei deinem Bräutigam. Sag mal, wie schreibt man nochmal verlogene Schlampe? Lass das. Dann gib mir mal meine Kohle. Komm, hier. Sonne, du weißt, dass ich vorher schon nichts trinke. Oder wenn du mich jetzt hier nur ablenken willst, dann weißt du ja. Marlon, komm schon. Um der alten Zeiten willen. Du musst doch mit mir auf meine Hochzeit anstoßen, oder nicht? Und nach der Show bekommst du doch eh dein Geld, wie versprochen, hm? Bin ich auch mal gespannt. Ich dachte bei seinem schwachen Herzen, da wird es niemandem auffallen, wenn er einfach inmitten einer kraschenden Weibermeute zusammenklappt. Sie verstehen sicherlich, dass wir Sie festnehmen müssen. Könnten Sie vielleicht Thorsten, also meinen Bräutigam, anrufen? Ich glaube, ich möchte jetzt nicht mit ihm reden.